Boom. Na, trifft's? Nee. Distanz. Sind zu weit weg. Ja. Ja, das macht hier gar nichts, denn ich bin ein tanzender Deku. Und... Hepp. Na, ob du das schaffst? Oh, 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 oh. Ah! Oh! Alter! Was macht der da? Sobald die Ding jetzt steht. Ja, ja, schon klar, aber es sah cool geiler aus. Geiler Scheiß. Ja. Wow. Ey, so spannend. Ich kann doch nicht mal... Ja, du kannst diese Spannung nicht aushalten, ne? Ich kann nichts sagen, ich setze so. Oh, oh. Oh, no. Lässt dich platzen. Oh, naja. Als hier gemütlich. So jetzt. So, bumm und bumm. Ach. Zwei weniger, was auch immer in diesem Loch ist. Runterspringen ist bestimmt nicht gut. Ja, ich glaub's auch. Aber es sieht nicht nach Tod aus, ehrlich gesagt. Sieht aus, als gäbe es da unten irgendwas. Jetzt auf der Karte gucken, ist bestimmt einfach nur von der Größe des Raums der große Hauptraum darunter. Ah, da ist die Karte. Ja. Müsstest du diesen ganzen Weg nochmal laufen? Okay, dann wollen wir das mal nicht machen. So. Und jetzt aber richtig. So. Ich muss aber schon sagen, das Spiel hat schon ein paar lustige Momente gehabt. Beyblade. Nein, ja, die geht weg. Oh. Du. Ich falle doch nicht runter. Was denkst du denn von mir? So. Schaffe ich das? Was schaffe ich? Komm. Ja, nicht nur eine Sekunde warten und näher ran, nein. Ich bin viel zu skill dafür, nein. So, da ist ein Schalter. Woran erkenne ich das? Weil er wie auch noch Ocarina of Time aussieht. Da, 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 da. Da ist eine Fee. Ah ja, wo bist du denn hingeflogen? Ach so, da ist mal wieder. Okay. Ach, wir sind wieder im großen Hauptraum. Ich hab's jetzt gar nicht erkannt. Ah ja, stimmt. So. Und wieder ein bisschen Magie. Was macht denn dieser Schalter hier? Dieser Schalter macht das. Taya sagt. Pass auf, Taya sagt mir jetzt, das kannst du nur als normaler Link machen. Weil du sonst Glaubst leicht du? Bist. Zino, von hier oben haben wir einen besseren Überblick. Okay, gut, Taya hat doch was anderes gesagt. Aber trotzdem kann ich den Schalter höchstwahrscheinlich nur als normaler Ding drücken. Ja, war klar. Aber die ist nützlicher als Navi. Ja. Navi, genau, weil die hätte jetzt gesagt, listen, du kannst das nur machen, wenn du ein Mensch bist. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Also ein bisschen Shortcut-mäßig, dann musst du nicht immer rumlaufen. So. Da komme ich nur mit Pfeil und Bogen hin. Und es könnte durchaus sein, dass es denn entsprechend hier den Pfeil und Bogen gibt. Aber wie immer erstmal zwischenliegen, ne? So. Verschlossener Raum. Was ist es? Mittelgegner. Ja, sieht eindeutig danach aus. Ich glaube, der ist gar nicht so schwer auch. Ah. Das sollte man vielleicht dann. Ja, das habe ich auch gerade gescheckt. Gut. Und das war's schon. War ja ultra schwierig. So, da ist jetzt gefälligst ein Item drin, ne? Ja, bleibt ja nur noch. Dritte große Truhe. Hätte noch der Masterschlüssel sein können. Oh, stimmt eigentlich. Aber die sind nicht. Ich weiß nicht, ob die hier genauso. Oh, ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß nicht, ob die genauso in Blau und
den Gelb. Heroenbogen gefunden. So, und jetzt können wir mal ganz offensichtlich klar geben, ja, ich habe vermutet, dass es hier einen Bogen gibt. Ja. Echt jetzt? Ja, ja, würde ich ja jetzt auch behaupten. Ist einfach zu offensichtlich. So, kann ich mit irgendwas anfangen? Nee, ich glaube, das ist auch nur, wenn du den als Deko zum Beispiel besiegen wirst. Achso, also naja, gut. Hier im Baum verteilt. So, und ich wette, ich kann sowieso den Bogen nur als Link nutzen. Ich habe sogar schon 30 Pfeile kostenlos geschenkt gekriegt. Gut, ich wollte jetzt eigentlich nicht die Maske weglegen. Ich wollte, wenn, dann die Dekostäbe weglegen. So. Wäre auch unnötig. Du kannst als Deko ja schon schießen. So gesehen. Zu hoch. Ah, das passt. Ah ja, natürlich. Was habe ich auch anderes erwartet? Es fährt jetzt hoch und runter, weil sonst würde es hier unten nicht mehr gehen. Richtig. So. Schon ganz cool gemacht. Und rüber. Was könnte da jetzt bloß sein? Möglicherweise der große Schlüssel. Also der Masterschlüssel oder so. Auf jeden Fall ist es eine Art Boss. Dieser Gecko scheint sehr zornig zu sein. Ich an seiner Stelle würde nicht so eine dicke Lippe riskieren. Der. Oh, der ist ja easy. Jo. Einfach draufschlagen. Ach, jetzt kommt nochmal. Beyblade. So. Ah, ein bisschen zu knapp. Treffer. Wo ist der Frosch? Ich glaube hoch. Da ist er, da ist er. Ah, das wollte ich nicht. Falsches Knöpfchen. Ja. Zeig dem Frosch, was eine Hake ist. Na, bloß bleib nur einen Moment stehen und dann hab ich dich. Das hätte dir aber gegeben. Gleich nochmal. Cheater. So. Aber jetzt machst du ihn aber fertig. Ah, noch nicht. Noch einmal. Ja, ich muss mich da noch dran gewöhnen. Ah, das war zu wenig Zeit. Ja, es war zu früh. Jetzt sehe ich es besser. Ja, perfekt. So. Und das war's. Tja. Interessanter Miniboss, hat mir auf jeden Fall gefallen, aber... Ist es nur ein normaler Frosch. Und wir bekommen jetzt die große. Ja, das ist der große Schlüssel, eindeutig. Ja. Genau wie in Ocarina of Time in diesen speziellen Truhen. Ja, du willst scheinbar nicht mit mir reden. Oder warte mal, vielleicht als Deko. Okay. Nope. Dann halt nicht. Wer dich anglotzt. Ist halt ein Klotzfrosch. Ja, der provoziert dich nur. Der sagt, guck, jetzt bin ich klein, jetzt kannst du mir nichts mehr tun. Warum auch immer der Frosch übrigens den großen Schlüssel bewacht hat. Warum hat eine Eidechse den Bogen bewacht? Das ist ja. Naja, die Eidechse sah wenigstens noch ein bisschen klug aus.
Okay. Ja, der Masterschlüssel. Juhu. Jetzt kann ich in den Bossraum hinein. Wir sind immer noch im ersten, in der ersten Nacht. Ich weiß das nicht. Das Zelt geht echt teilweise so langsam im Gegensatz zum Anfang. Das ist cool. Hat echt jetzt genug Zeit. Man kann sogar da, also durch diesen Trick, in dem ersten Zyklus der ersten drei Tage, wenn man es richtig timet und plant, sämtliche Tempel machen und Majora's Mask, also das Ganze in einem einzigen Drei-Tages-Zyklus machen. Okay. Ist aber herbe, also das ist richtig Skill und richtig hart. Da musst du auch ganz genau vom Timing her wissen, was du machst und wann du es machst. Also. Ja, das ist verständlich. Komme ich von hier oben? Ja, ich glaube, da geht's auch wieder nach oben in diesen dunklen Raum. Oder? Nee, komm, ja, aber jetzt komme ich her, ja. Ja, genau. So. Okay. So, hier bin ich auch her. Also hier bin ich noch nicht drin gewesen. So, und da müsste ich irgendwie rüber. War das nicht so, Ich habe so eine Vermutung. Ganz am Anfang hast du ja den Tipp bekommen. Ich habe so eine Vermutung. Na? War das offensichtlich? Shame. Richtig schön. Rätselmeister. Okay. Riddler. Da ich jetzt das auch erledigt habe, jetzt muss ich nur noch hier drauf springen. Fail. Jetzt darf ich ganz. Nee, Moment, ich habe ja die Leitern. Ja. Ein Glück haben sie es mit den Leitern eingeführt, sonst hätte ich jetzt echt Nintendo angerufen und hätte gesagt, Alter, wie scheiße ist denn das, in dem Timing-Spiel dann nochmal die ganzen Kacken nach oben laufen. Erinnert ihr euch noch an Majora's Mask? So, ne, welches Spiel? Hab ich vergessen. Oder dann sagt Nintendo, ja, wir erinnern uns an dieses Spiel, wir haben den Programmierer, der das erschaffen hat, rausgeworfen. Der, ah, naja, der den da. Müll verzapft hat. So. Wir machen das jetzt als Deko-Care, da kann ich das besser treffen. Ja, kommst du auch weiter bis in die Mitte sogar. Ich denke, die waren zu froh mit Shigeru Miyamoto. Ich glaube, der wird nicht mehr gekündigt bei denen. Jetzt bin ich natürlich am Überlegen. Bringt es mir was, irgendwie dort zu sein? Erstmal machen wir das hier. Dann habe ich die falsche Taste gedrückt. So. Dann wird das gleich wieder rückgängig gemacht, genau. Na, war nicht ganz perfekt. Ja, hier bei dem Spiel, du musst ein bisschen über die Fackel schießen. Also wenn du die Fackel triffst, dann... Habe ich mir schon gedacht. Das ist irgendwie so leicht ein Bug. Okay, das war leider auch zu hoch. War ein bisschen zu hoch. Oh Mann. So. Okay, ich brauche eine andere Position, das geht ja gar nicht. Ich glaube noch ein Stückchen höher. Ich kann halt bloß nur so ganz. Ich kann nur so ganz stark hochgehen. Okay. Dann müsste ich. Weil das geht nicht mit dem Gamepad. Dann müsste ich praktisch erstmal eine Umstellung im Emulator machen. Da habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf. Aber das ist echt. Das ist so Feinarbeit. Ja, das geht dann nicht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht Pflicht, dahin zu gehen.
Ansonsten muss ich das gleich noch umstellen. Naja, du bist überall gewesen, oder guck mal auf der Karte. Ich denke, viel bleibt nicht übrig. Dämmerung des zweiten Tages. Aber hinter der Fackel war ja auch noch ein Schalter, da standest du ja auch noch nicht drauf, oder? Ja, ich weiß. Das ist vom ganz am Anfang, oder? Eingangshalle. Jo. Da hinten ist auf jeden Fall der Bossraum. Was kann ich jetzt bei der Eingangshalle machen? Nicht wirklich was, glaube ich. Ich glaube, du musst schon diese Fackel da treffen. Oder wenigstens versuchen, vielleicht den Schalter dahinter mal, ob das vielleicht auch schon was bringt. Ja, das werde ich auch als nächstes versuchen. Die Fackel ist eine Ausweichmöglichkeit. Viel bleibt nicht. Ja. So. Und? Reicht das? Nein. Okay. Das war's nicht. Offensichtlich. So, na gut, dann müssen wir es halt mit der Fackel machen. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. So mit Feingefühl ran. Erstmal Emulator ändern. Moment, werden wir gleich mal sehen, ob ich das überhaupt machen muss. Doch, das muss ich machen. Oder nicht? Ich würde noch was gerne probieren, bevor ich das jetzt mache, weil eventuell geht es auch einfacher. Nämlich die Tatsache, wenn ich jetzt einfach hier rüber gesprungen kriege. Ja, das könnte klappen. Kann ich nämlich versuchen, mit einem Deko-Stab das zu machen. Guter Einfall. Aber man muss kreativ sein. Naja, wenn man nicht ständig seinen Emulator umstellen will. Weil wenn ich jetzt meinen Emulator umstelle, dann muss ich ihn danach nochmal umstellen, weil sonst Link so unglaublich lahmarschig läuft. Okay. Darauf habe ich überhaupt keine Lust. Sorry, ich wollte mal kurz die Musik nachsingen. Das ist ein unglaublich guter Sänger. Ja, ich weiß. Das höre ich täglich, mindestens 5-mal. Der trollt dich, du kommst da nicht rein. Ah? Okay. Ah. Gut. Meine Damen und Herren, hier ein kleiner Cut bei 2 Stunden Aufnahme. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, und da sind wir wieder. Ich habe jetzt was umgestellt. Mal gucken, ob ich es jetzt getroffen kriege. Jetzt kann ich das wenigstens gut zielen. So, das müsste die richtige Höhe sein. Das oder noch ein bisschen. Ich mache so hoch. Ja, das könnte passen, vielleicht ein bisschen tiefer. Ne, es ist zu hoch. Ja, stimmt. Das ist zu hoch, okay. Es ist immer so ungefähr in der Mitte des Bildschirms. Ja, das könnte passen, ja. Vielleicht sogar noch ein bisschen. Okay, dann muss ich noch was Feuer warten. Wir haben ja noch Pfeile zum Rumprobieren. Ja. Ist immer noch zu hoch. Ein bisschen. So, aber egal. Das klappt schon irgendwann. Geht doch. Bam. Gut. Und an dieser Stelle nochmal ein kleiner Cut. Bis gleich. Wären wir wieder. Jetzt endlich wieder in Farbe und in HD. Ich meine natürlich, jetzt geht's weiter. Wir haben jetzt das Ding jetzt getroffen, nachdem ich meinen Emulator wie im Wassertempel damals in Ocarina of Time auch mal umstellen musste. So.